Ah, ah ja. Wir streiten. Leg's los. Ja. Legen wir los. Wem kommt folgendes Szenario bekannt vor? Sie sitzen entspannt im WC, lesen vielleicht eine Zeitung und plötzlich geht das Licht aus. Im Prinzip wäre ja eine automatische Lichtsteuerung mit Bewegungsmeldern eine angenehme Sache, solange man nicht plötzlich im Dunkeln sitzt. Wir werden Ihnen heute etwas über Mensch-Technik-Schnittstellen erzählen, bei denen uns gar nicht so richtig bewusst ist, dass sie da sind. Hidden Interfaces. Das heißt im Optimalfall auch, dass wir eben nicht plötzlich im Dunkeln sitzen und uns darüber ärgern, dass das Licht weg ist. Ja, in unserem Forschungszentrum versuchen wir, den Menschen ins Zentrum zu stellen bei technischen Entwicklungen. Und in den folgenden Minuten werden wir im Schnelldurchlauf etliche Beispiele zeigen, die sowohl im Rahmen des Studiums entstanden sind, Informatik und Intermedia, als auch bei uns im Forschungszentrum. Wer kennt das nicht? Während der Arbeit vergisst man allzu leicht, auf eine korrekte Sitzhaltung zu achten. Was wäre, wenn uns der Büroarbeitsplatz auf dieses Problem aufmerksam machen könnte? Beispielsweise durch eine Benachrichtigung am Bildschirm, ein akustisches Signal, ein leichtes Vibrieren oder Anpassen der Beleuchtung. Unsere einfache Do-it-yourself-Lösung: Drucksensoren an den Stuhlbeinen. Anhand der Druckverteilung an den Beinen lassen sich Rückschlüsse auf Sitzhaltung und auch auf die Sitzdauer ziehen. Theoretisch könnten solche Sensoren natürlich auch in der Sitzfläche selber integriert sein, falls der Bürostuhl Rollen hat statt Ständer. So. Dieses Beispiel kennt vielleicht schon der eine oder andere von euch. Es ist ein Ausstellungsobjekt in der Innatura beim Das Wunder Mensch. Die Besucherinnen und Besucher sollen durch Berühren der einzelnen Blutbeutel herausfinden, welche Blutgruppen miteinander kompatibel sind. Und sie berühren jeweils einen Blutbeutel und bekommen dann ein Ampelsignal dazu. Und im Hintergrund steckt ein Mikroprozessor, der kapazitive Touch-Sensoren auswertet und dann eben diese LEDs steuert. Die Sensoren reagieren auf Näherung der Hand, gleich wie im Prinzip ein Touchscreen bei einem Smartphone, wobei die Sensorik völlig unbemerkt bleibt. Ebenfalls in den Natura Dornbirn befindet sich dieses Exponat, das den Aufbau des menschlichen Körpers nicht nur zeigen, sondern auch erfahrbar machen soll. Dabei imitiert ein virtueller Mensch die Bewegungen der Besucherinnen und Besucher, so als würden sie in den Spiegel schauen. Einzelne Schichten des Körpers werden nach und nach abgetragen und ermöglichen so den Einblick in das Innere des quasi eigenen Körpers. Die Bewegungen der Besucherinnen und Besucher werden unmerklich von einer tiefen Kamera erfasst, wie wir das zum Beispiel von Spielekonsolen kennen. Mit Hilfe dieser Bewegungsdaten wird das 3D-Modell des virtuellen Menschen in Echtzeit animiert. Im Vergleich zu Präsentationstechniken, wo die Folien automatisch weitergehen, kann es manchmal auch nützlich sein, näher auf gewisse Inhalte und Folien oder Abbildungen einzugehen. Wie wäre es zum Beispiel, wenn man durch eine einfache Zeigegeste einen bestimmten Ausschnitt der Folie vergrößern könnte? So zum Beispiel. Bei uns haben wir versucht, mittels Gestenerkennung mit Hilfe einer tiefen Kamera, wie sie vorher schon eingesetzt worden ist, beim Innatura-Beispiel das zu machen. Besonderes Augenmerk legen wir dabei auf die natürliche Unterstützung des Präsentators und dazu findet derzeit gerade eine Untersuchung in den Masterstudiengängen statt. Bei einem anderen Studentenprojekt geht es um ein Informationsterminal im öffentlichen Raum, das eigenständig auf sich aufmerksam machen kann. Vorbeilaufende Personen sollen dazu animiert werden, sich mit dem Infoterminal auseinanderzusetzen, auf spielerische Art und Weise. Das Terminal besteht aus einem Infoscreen und davor positionierten Modellen der Kultureinrichtungen in Bregenz. Distanzsensoren erkennen dabei, ob sich Personen in der Nähe befinden und reagieren dann in Abhängigkeit von der Entfernung, sowohl was den Bildschirminhalt betrifft, als auch die Beleuchtung der Gebäudemodelle. Touch-Sensorik in der 3D-Druck gefertigten Modellen erkennt Berührungen von den Modellen und ändert auch den Bildschirminhalt entsprechend. Ja, Beleuchtung war auch ein Stichwort. Licht spielt bei uns eine sehr große Rolle im Forschungszentrum und im Rahmen von einem EU-Projekt namens Guiding Light erforschen wir in mehreren Testwohnungen die Auswirkung von künstlichem Licht auf die räumliche und zeitliche Orientierungsfähigkeit des Menschen.
Und mit Hilfe von Bewegungssensoren werden kontinuierlich Bewegungen erfasst. Und dadurch lassen sich Rückschlüsse auf die Tagesstruktur, Schlaf- und Wachphasen ziehen. Und diese Parameter werden schließlich dazu verwendet, die Lichtsituation gezielt auf die jeweilige Person abzustimmen. Neben Bewegungen lassen sich im Smart Home natürlich noch viele andere Daten erfassen. Die Frage ist, wie die gewonnene Information in Nutzen gewandelt werden kann für die Bewohnerinnen und Bewohner. Ein konkretes Beispiel dazu wäre, das Bewusstsein für den eigenen Energieverbrauch zu schärfen und auch aufzuzeigen, welche Aktivitäten ihn besonders beeinflussten. Über die Analyse des Stromverbrauchs lässt sich beispielsweise feststellen, welche Geräte in der Wohnung wann und wie lange aktiv waren. Durch die Kombination mit weiteren Daten, wie beispielsweise CO2-Sensoren oder unserem alten Bekannten, dem Bewegungsmelder, ergibt sich ein klares Bild der Ursachen für den Energieverbrauch. Zum Abschluss noch zwei Beispiele aus dem täglichen Umfeld, fernab von Lehre und Forschung. Diese Touch-ID kennt vielleicht ein oder andere von Ihnen und weiß dann auch, wie unkompliziert es sein kann, ein Handy eigentlich zu entsperren, ohne auf Sicherheit verzichten zu müssen. Ein einfacher Touch genügt. Ein anderes Beispiel sind die Sprachassistenten der Smartphones. In natürlicher Sprache und nicht etwa mit speziell erlernter Syntax wird dem System mitgeteilt, was es machen soll. Mit nur einem Satz können so komplexe Klick- und Tipparbeiten übersprungen werden. Wie zum Beispiel, erinnere uns in 20 Sekunden die Präsentation zu beenden. Und allen diesen vorgestellten Projekten ist im Prinzip Folgendes gemeinsam. Es sollte ein besseres, praktisch magisches Nutzungserlebnis werden, abhängig vom jeweiligen Kontext. Und der Benutzer soll auch die Möglichkeit haben, jederzeit eingreifen zu können und auch etwas zu überstimmen. Das war es auch schon. Wir hoffen, dass wir Ihnen einen kleinen Einblick in diese Thematik geben konnten und danken fürs Zuhören.